Liebe Freunde, die morgigen Landtagswahlen in zwei großen westlichen Flächenländern sind eine entscheidende Wegmarke. Sie können es sein, sie müssen es sein, auf dem Weg, den Deutschland nach nur 2 Jahren verheerender Ampelpolitik genommen hat. Wenn der rapide Absturz Deutschlands überhaupt noch aufgehalten werden soll, dann muss jeder hessische Wähler morgen ganz deutlich machen, wir wollen keine weitere Deindustrialisierung Deutschlands. Wir wollen nicht, dass Deutschland zukünftig als Alleinstellungsmerkmal seine Rezession hat, statt seine Wirtschaftskraft und Solidität. Wir wollen nicht, dass die Bürger sich gewöhnen müssen an ein Land der Messerangriffe, der Gruppenvergewaltigung, der unsicheren Parks, der Bahnhöfe und Schulen, dass sie sich gewöhnen müssen, daran nicht mehr unbeschwert in die Schwimmbäder gehen zu können. Wir wollen nicht, dass der illegalen Massenzuwanderung weiter Tür und Tor geöffnet wird, mit all den desaströsen Folgen für den Wohnungsmarkt, für das Bildungsniveau, für die Finanzierung der Sozialsysteme. Mit einem Wort, wir wollen nicht, dass die SPD, die Grünen, die FDP weiter für ihre ideologischen Projekte unser Land verscherbeln, unsere Heimat. Damit muss Schluss gemacht werden, meine Damen und Herren. Und dafür braucht es morgen das ganz klare Stoppsignal. Und das muss auch an jene ergehen, die, wie die hessische CDU, ihre Geschäfte mit den Deutschlandvernichtern machen. Das muss auch an jene ergehen, die die grüne Pest, die Deutschland erstickt, überhaupt erst am Leben erhalten, in den Landesregierungen hoffähig machen. Wie verlogen ist es denn, wenn die CDU die Grünen im Bund zum Gegner erklärt, in Wahrheit aber überall mit denen koaliert? In Hessen, in NRW, in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein und in Brandenburg und Sachsen ist man gern bei Rot-Grün dabei. Die Wahrheit ist doch, dass die CDU schon jetzt die nächste Koalition vorbereitet mit den Parteien, gegen die sie jetzt zu kämpfen vorgibt. Pfui, Teufel, liebe Freunde, das dürfen wir nicht akzeptieren. Jüngstes Beispiel dafür. Wir haben im Bundestag, nach der schändlichen Behandlung des Herrn Schönbohm, den Nancy Faeser nach einer Böhmermann-Sendung entließ, sie zum Rücktritt aufgefordert. Was macht die CDU? Sie gibt vor, oppositionell gegen Faeser zu kämpfen und stimmt für den Verbleib von Nancy Faeser im Innenministerium. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist diese Union, die permanent AfD-Anträge abschreibt, unsere Forderungen nach einer restriktiven Zuwanderungspolitik, die sie vorher alle abgelehnt hat, und bringt sie dann erneut als eigene Anträge ein. Angeblich gegen die Regierungspolitik. Aber mit wem will man gegen Rot und Grün angeblich das dann bei der Bundestagswahl durchsetzen? Auf jeden Fall mit Rot oder Grün. Die einzige Partei, mit der man diese von uns abgeschriebenen Forderungen durchsetzen könnte, die AfD, die soll lieber weiter verleumdet werden. Das ist der Charakter der CDU, weil es der CDU wichtiger ist, Liebkind bei der Linkspresse zu sein, als Deutschland zu retten. Weil es der CDU wichtiger ist, Liebkind bei den Primärverleumdern zu sein und man deshalb lieber fröhlich weiter mitverleumdet. Weil diese Partei, weil ihr von der Ultra-Opportunistin Merkel moralisch das Rückgrat gebrochen wurde. Merkel, deren einziges Prinzip ihre universelle Prinzipienlosigkeit in der Sache war, die immer schön darauf bedacht war, dem vermeinten linken Mainstream hinterher zu regieren und die man in einer machtkorrumpierten CDU deshalb gerne gewähren ließ, die man gerne das Land nach links führen ließ, in den Atomausstieg, in die Schuldenvergemeinschaftung, in die Grenzöffnung für die illegale Massenmigration, wenn dabei nur ein paar mediale Streicheleinheiten des grün-roten medialen Komplexes herauskamen. Diese Union ist nach 16 Jahren Merkel von Machtopportunismus derart korrumpiert, dass da nur noch eine entschiedene Abstrafung und eine entschiedene Einschrumpfung durch den Wähler hilft. Liebe Freunde, wenn dieses Land noch irgendetwas retten kann, dann braucht Deutschland und die Alternative für Deutschland morgen die Stimme der Hessen mit einem kraftvollen Signal. Und deshalb dürfen die Bürger sich nicht täuschen lassen. Wenn Merz sagt, mit der Union würde das Heizungsgesetz zurückgenommen,
dann täuscht er die Wähler bewusst. Er will in Wahrheit sich lediglich mit den Stimmen der Konstrukteure dieses Gesetzes zum Kanzler wählen lassen. Mit der einzigen Partei, die wirklich dagegen ist, will er gerade nicht kooperieren. Nichts zeigt deutlicher, einer derart verlogenen Union darf niemand mehr in Deutschland auf den Leim gehen. Sonst sind die nächsten Jahre rot-grün-gelber-schwarzer Untergangspolitik für Deutschland gewiss. Deshalb braucht es jetzt für Deutschland eine Alternative mit einem klaren Ergebnis in Bayern und hier in Hessen. Und die Ampel hat gemerkt, dass die Bürger erwacht sind und bringt deshalb fortwährend immer neue Scheinmaßnahmen auf der Weg in der Migrationspolitik. Die Rückführungsabkommen, die gibt's nach der halben Amtszeit der Ampel immer noch nicht. Und die werden jetzt mit Ländern verhandelt, die gar nicht entscheidende Herkunftsländer sind für die illegal eindringenden Ausländer. Kenia, Kirgisien, Usbekistan, die sind als Herkunftsländer unbedeutend. Da wird den Bürgern Sand in die Augen gestreut. Von das schon ausgehandelte Abkommen mit Indien, das funktioniert gar nicht. Von weit über 4000 Ausreisepflichtigen in Indien wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres gerade mal abgeschoben 24. Die AfD hingegen fordert die völkerrechtliche Pflicht zur Rücknahme der eigenen Staatsbürger vorbehaltlos durchzusetzen. Dafür müssen Visavergabe, Zollpräferenzen, die Marktzugang, die Entwicklungszusammenarbeit, alle konzertiert auf den Tisch und als Druckmittel eingesetzt werden. Oder jetzt der Eiertanz um Grenzkontrollen zu Tschechien und Polen. Schon wieder relativiert, bevorrechtlich eingeführt, sollen die aber ausdrücklich gerade keine Abweisungsmöglichkeit für Asylbewerber vorsehen, sondern nur für sonstige Grenzverletzer. Auch hier wieder nur eine Nebelkerze der Linken. Das reicht aber nicht zur Gesundung Deutschlands, liebe Freunde. Dafür braucht es eine starke oppositionelle AfD. Oder die jetzt so in den Vordergrund gerückten Pläne für neue EU-Grenzverfahren. Sie werden als Kampf um effektive Maßnahmen dargestellt. Aber in Wirklichkeit betreffen sie nur Asylbewerbern aus Herkunftsländern mit Anerkennungsquote unter 20%. Hingegen Afghanistan, Syrien, entscheidende afrikanische Länder. All diese Länder betrifft es gerade nicht. Mit anderen Worten, die Regierung plant hier gar nichts. Sie wollen ausschließlich die Bevölkerung für dumm verkaufen. Wir brauchen aber endlich eine effektive Zuwanderungssperre. Und dafür steht nur unsere Partei, die AfD, meine Damen und Herren. Genauso Italien. Den Wünschen von Meloni nach einer effektiven Blockade der Bootsinvasionen aus Tunesien, denen schließt man sich eben gerade nicht an. Es soll auf jeden Fall weitergehen. Abkommen mit der tunesischen Regierung, die werden gerade nicht so ausgestaltet, auch finanziell, dass sich wirklich etwas ändert. Das heißt, statt all diese unzureichenden Maßnahmen wirklich effektiv auszugestalten, was geschieht? Da wird hier in Deutschland stattdessen ein Pull-Faktor nach dem anderen auf den Weg gebracht. Freiwillige Aufnahmeprogramme, weiterhin Geld statt Sachleistungen, Chancenaufenthalt, das ist für Leute ohne Aufenthaltsrecht, Spurwechsel, das sind Leute, die über ihre Schutzbedürftigkeit diesen Staat betrogen haben und sich dafür haben durchfüttern lassen, bis es aufflog. Die sollen dann eben jetzt einfach hier arbeiten dürfen, als Lohn der Lüge. Man muss sich das mal vorstellen, das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Wir brauchen wieder eine Politik der Rationalität und der Rechtsstaatlichkeit, meine Damen und Herren. Die Abfolge konzertierter Maßnahmen ist klar. Man gestaltet Deutschland zum attraktivsten Land für illegale Zuwanderung aus, erhöht permanent die Aussichten auf Sozialleistungen für Asylbewerber, lässt sie unnötig schnell in normale Sozialleistungen wie für Deutsche übergehen, sorgt für fast null Abschiebungen, verschenkt die Arbeitserlaubnis, senkt die Sprachstandards ab, vergibt immer schneller den deutschen Pass und die Wahlberechtigung. Es ist doch völlig klar, da alle diese Leute zum Zeitpunkt ihres illegalen Eindringens in EU und Deutschland jedenfalls definitiv nicht auf der Flucht sind, ist offenbar, was diese Regierung vorhat. Sie wollen uns unsere Heimat nehmen. Sie wollen ein Heer von Entwurzelten schaffen. Am besten ausländisches Prekariat, das mit der Vertretung deutscher Interessen an der Wahlurne nichts zu tun hat, die sich aber an der Wahlurne, zu der sie vorzeitig zugelassen werden, dann bitte als dankbar erweisen sollen. Werden sie doch hier im Land auf Lebenszeit durch die Politik der Regierungsschleuser durchgefüttert.
von dem Restwohlstand, den die seit je hier arbeitenden Deutschen für sie erwirtschaften dürfen. Das kann doch nicht wahr sein, dass die Deutschen mit ihrer Redlichkeit, mit ihrer Arbeitskraft ein System der Rechtswidrigkeit unterstützen müssen. Geben Sie der AfD die Stimme, dass das aufhört, meine Damen und Herren. Wer will, dass von den ganzen Ankündigungslügen betreffend striktere Migrationspolitik auch nach der Wahl noch irgendwas übrig bleibt, muss morgen AfD wählen. Nur massivster Druck der Wähler kann die Regierung bewegen, ihre Agenda der Deutschlandabschaffung minimal zu verlangsamen. Nur massivster Druck der Wähler kann die Merkelisten in der CDU bezwingen. Allen voran die Kollaborateure mit den Grünen, Boris Rhein, Henrik Wüst, Daniel Günther. Dafür muss deren Kuschelkurs mit den Grünen abgewählt werden. Auch hier in Hessen, meine Damen und Herren. Und natürlich hat Italien recht mit seiner Kritik an der deutschen Finanzierung von Organisationen wie United for Rescue, wo der Lebensgefährte von Frau Göring-Eckardt in der Organisation sitzt und die vom grün-rot-gelben Kabinett dieser Schlepperorganisation jährlich Millionenbeträge zuschanzt. Wenn Scholz das einen Tag vor der Wahl abstellen will, dann weiß jeder, es geht um Wählertäuschung. Aber in Wahrheit greift sogar die italienische Kritik viel zu kurz, wenn sie nur darauf sieht, dass die Schiffe Migranten nach Italien bringen, auf denen man sitzen bleiben könnte, wenn Deutschland sie Italien nicht abnimmt. Entscheidend ist doch, dass alle diese Organisationen sich nicht auf Ausübung einer angeblichen humanitären Rettungspflicht berufen können, wenn sie Migranten von Schiffen wenige Kilometer vor der afrikanischen Küste verbringen ins hunderte Kilometer entfernte Lampedusa. Personen, die ohne zwingenden Grund die afrikanische Küste verlassen, in untauglichen Booten, dann eine Bergungsnotwendigkeit selber forcieren oder nur vorgeben. Der gesamte Ablauf erfüllt nicht die Kriterien für Nothilfe. Die komplette Abwesenheit ehrenhafter Gründe enthüllt den ausschließlichen Charakter als reine Schlepperaktion. Mit dieser Schlepperfinanzierung durch Deutschland muss sofort Schluss sein, und zwar nachhaltig, nicht nur einen Tag vor der Wahl als Ankündigung, sondern für immer, meine Damen und Herren. Und im Gegensatz zu dem, was die CDU uns erzählt, brauchen wir auch keine gesteuerte Masseneinwanderung. Und Migranten sollten auch nicht in Europa verteilt werden. Vielmehr müssen illegal eindringende Sozialtouristen aus Afrika erst gar nicht europäischen Boden betreten dürfen, sondern sofort an die Küste zurückgebracht werden. Liebe Freunde, Politik besteht neben den politischen Zielvorstellungen immer auch aus Personal, das diese glaubwürdig umsetzen muss. Und wir erinnern uns, wie bei der Regierungsbildung zunächst Christine Lambrecht auf den Posten der Verteidigungsministerin gehievt wurde, nicht für sehr lange. Dann Nancy Faeser, was waren ihre Qualifikationen? Sie trug das Lügen-Narrativ der größten Bedrohung durch Rechtsextremismus mit und sie war eine Frau. Auf Deutsch, sie hatte überhaupt keine Qualifikationen und so zeigt sich auch ihre Amtsführung. Aber wie wenig Personal tatsächlich die SPD hat, ich sage ausdrücklich nicht etwa vorzeigbares Personal, nein, Personal überhaupt. Das sieht man daran, dass man es dort für eine gute Idee hält, jemanden, der so unbeliebt ist wie Nancy Faeser, überhaupt hier zur Spitzenkandidatin zu machen. Der einzige Grund, warum sie, die auf der nach oben offenen Lamprecht-Skala schon eine 9,8 hat, überhaupt noch Innenministerin ist doch, dass die Frauenquote bei den Ministerposten, wo sie nämlich wieder durch eine SPD-Frau ersetzt werden müsste, schwer zu erfüllen ist. Diese SPD-Frau hat Scholz nicht. Vielleicht nochmal Lambrecht oder vielleicht klingelt er bei Merkel an oder soll gar Saskia Esken das Antlitz der Sozialdemokratie auf diesem Posten verkörpern als Abschreckung für illegale Ausländer? Meine Damen und Herren, die SPD regiert schon lange im Bund, denkt sich immer wieder unsinnige Forderungen aus, jetzt vom SPD-Ostbeauftragten Schneider das Grunderbe. Jeder Volljährige erhält 20.000 Euro, das soll man den durch Erhöhung der Erbschaftssteuer den normalen Erben weggenommen werden. Pünktlich zum Wahlmündigkeitsalter das erste Bestechungsgeschenk von der SPD durch Zwangsabgaben der arbeitenden Bevölkerung. Eigentumsaufbau wird in diesem Land zunehmend verunmöglicht. Die Deutschen in Abhängigkeit getrieben von der Willkür einer linksgrünen Umverteilungsmaschine. Und das
Während die SPD sich im Einwanderermilieu als spendabler Weihnachtsmann aufspielt und mit dem sauer erarbeiteten Restwohlstand in Deutschland die Stimmen der illegal Zugewanderten kaufen will, mit uns nicht, liebe Freunde. Das kann so nicht sein. Und genauso in Hessen, da will die SPD Hessen zum Vorreiterland bei der Verkehrswende machen. Doch bei der Umsetzung dieses Ziels gleicht die Partei eher einem Geisterfahrer. Die SPD will, dass der motorisierte Individualverkehr jährlich um mindestens 10% abnimmt. Statt so einen Quatsch zu produzieren, sollte Faeser Deutschland lieber zum Vorreiterland der Migrationswende machen und den illegalen Verkehr über die Grenze senken, aber bitte nicht um 10%, sondern um 100%, meine Damen und Herren. Liebe Freunde, die hessische SPD mit Nancy Faeser und ihrer verfassungswidrigen Bestrebung eines Wahlrechts für Nicht-EU-Ausländer. Sie ist nur noch gemeingefährlich. Sie darf genauso wenig wie die Grünen jemals in eine Regierung gelangen hier im schönen Hessen. In Wahrheit läuft doch nichts, gar nichts in diesem Land. Wir haben Tausende von Milliarden Schulden, aber die Regierung legt immer weiter fröhlich ideologische Projekte auf. Es gelte, das Weltklima zu retten, hierzulande illegale Einwanderer ohne Ende zu versorgen, weltweit Milliarden zu verschenken, angeblich gegen Fluchtursachen, in Wahrheit ideologische Unsinnsprogramme. Man glaubt, eine desaströse Energie- und Verkehrswende finanzieren zu müssen. Eine Wende, die ins Nirgendwo führt. Und bitte, wie soll all diese falsche Politik ermöglicht werden, die doch hunderte Milliarden kostet? Durch Schulden machen, was unsere Kinder und Kindeskinder abzahlen dürfen. Stellen Sie sich das mal bitte einen Moment im Privaten vor. Ein Familienvater, der seine unnötigen Wahnsinnsprojekte zu Lasten der lebenslangen Schuldhaft seiner Kinder und Enkel durchzieht und sich dafür auch noch feiern lassen will. Wie schäbig, wie charakterlos, wie politisch unverantwortlich, meine Damen und Herren. Das ist die Regierung und die Union. Ein letzter Gedanke zur Union. Solange die CDU eine Britta Hasselmann, eine Göring-Eckardt, eine Claudia Roth als Anstandsdamen akzeptiert, die kontrollieren, mit wem die Union Kontakt haben darf und was sie sagen darf, um noch als bürgerliche Mitte zu gelten. So lange ist jedes Oppositionsgehabe nur Show, meine Damen und Herren. Und auch die Merz'schen Nebelkerzen helfen da nichts. Sein Zahnarztspruch gehört als folgenloser Wahlkampfböller in dieselbe Schublade wie Merkels Multikulti ist absolut gescheitert. Erinnern wir uns, Laschet hat der Ampel zum Koalitionsvertrag gratuliert. Merz meinte zum Sondierungspapier der Chor, sie haben, wie ich finde, ein beachtliches Papier vorgelegt. Und er fügte hinzu, das hätten FDP und Grüne doch auch mit der Union haben können. Nur darum geht es. Und jetzt laufen sie verbal Sturm gegen Atomausstieg, gegen den Heizhammer, alles, was sie selbst an der Regierung mit in die Wege geleitet haben. Das ist nur noch eine kognitive Störung bei dieser CDU. Und zur Behandlung dieser kognitiven Störung braucht die CDU morgen mal eine ganz kräftige Ansage vom Wähler, liebe Freunde. Die Bürger haben es längst verstanden. Dieser CDU geht es gar nicht um Hessen, gar nicht um Deutschland, gar nicht um die deutschen Bürger. Es geht ihr um die CDU. Diese Leute überlegen allein, wie sie Kanzleramt und Ministerposten besetzen können, unabhängig von der Verfolgung inhaltlicher Vorstellungen, allein ausgerichtet nach den Geboten des politischen Opportunismus. Mit solchen Leuten ist kein Staat zu machen, liebe Freunde. Die gehören nicht auf die Regierungsbank, die gehören aufs arme Sünderbänklein. Und da müssen sie morgen hingeschickt werden. Genauso wie die Grünen. Die dürfen auch nicht mehr in der Regierung sein. Die müssen total weg aus den Regierungen. Eine Partei, die Regierungsbeteiligung nicht versteht als Auftrag zur Interessenwahrnehmung der Bürger, sondern als Ermächtigung zur Ausbeutung des Volkes für irgendwelche ausgedachten Ideologien, deren Zwangsumsetzung dem Bürger immer und ausschließlich schadet. Diese Leute, die uns vorschreiben wollen, wie wir sprechen, wie wir essen, was für ein Auto wir fahren, wie wir heizen, wie wir Personen mit erlogenen Geschlechtsidentitäten zu benennen hätten, wie wir die Armutsmigranten der ganzen Welt aufzunehmen und durchzufüttern hätten, fremde Kriege durch unsere Finanzierung immer weiter am Laufen halten sollen, statt energisch zur Auslotung von Friedenskompromissen anzuhallen. Diese Leute, die wollen, dass Deutschland
industriell Selbstmord machen soll, damit am deutschen Windrad das Weltklima genesen sollen. Diese Wahnsinnigen, die wollen, dass unser Deutschland nicht mehr als es selbst fortbesteht. Unser Deutschland, über Jahrhunderte gewachsen, in Brauch und Traditionen, in Sprache und Kultur, in Geschichte und Leid und Freud. Wir lassen es nicht zu, dass diese Deutschlandhasser immer weiter ermächtigt werden. Deshalb darf es morgen auch keine Stimme für eine CDU geben, die diese Leute am Leben erhält und die Regierungsrichtung bestimmen lässt. All das halten wir nur auf, liebe Freunde, durch eine klare Stimme morgen für die AfD. Liebe Freunde, deshalb, die Hessen haben das beneidenswerte Privileg, das zu tun, worauf alle anderen Deutschen bis 2025 noch warten müssen. Nancy Faeser abzustrafen. Und zum ersten Mal ist in einem westdeutschen Flächenland, Bundesland, Platz 2 in Griffweite. Es gilt morgen, jene Lügen zu strafen, die ausgerechnet am Tag der Einheit die AfD als reine Ostpartei abstempeln und somit einhegen wollen. Wir aber sind die Partei, die für die Interessen des ganzen Volkes, des ganzen deutschen Volkes wirklich ernsthaft eintritt. Deshalb sage ich, vom Lande der Katten geht das Signal aus für die Politwende im kommenden Superwahljahr 24, 25, erst im Osten, dann im Bund. Und ihr hier in Hessen, ihr könnt sagen, wir haben dazu den Startschuss gegeben. Auf zur Wahl, liebe Freunde, retten wir unser Land!